Und hier bin ich doch wieder mit Let's Play Chrono Trigger. Ja, das letzte Mal haben wir aufgehört, als wir hier auf diesen Safe-Punkt gelandet sind und mein Akku beinahe tot gegangen ist. Dafür habe ich jetzt Male auch wieder in die Truppe mit reingenommen. Male ist also wieder mit dabei, weil es ist gleich Ende von diesem Dungeon. Da kommt jetzt nur noch der Endbosskampf. Ja, lang dauert es nicht mehr. Und hier sehen wir jetzt Klone von den einzelnen Charakteren, mit Ausnahme von Margus. Weiß der Teufel, warum Margus nicht dabei ist. Wie sie es geschafft haben, Frog zu klonen. Seht, meine Süßen, Schicksal in seiner brutalsten Form. All die Träume, die gewesen sein mögen, all das Glück und all der Kummer, den ihr erfahren habt. Dahin, für euch gibt es keinen Morgen. Das düstere Omen übersteigt Zeit und Raum und wartet auf Lavas Erwachen. Das in ungefähr 1000 Jahren sein wird, vom Anfang des Spiels aus. Ja, 999. Also 1000 minus 1. Das Schicksal führte euch hierher an eure letzte Ruhestätte. Es sei denn, ihr besiegt mich und zerstört das Omen. Kommt, liebe Freunde, vielleicht ist Lavos dazu bereit, seine Träume mit euch zu teilen. Sagte ich Träume? Ich meinte seinen ewigen Albtraum. Ja, wir müssen jetzt gegen Königin Eifer kämpfen. Und ja, erstmal macht sie super duper auf 1. Oh, dann kann Frog erstmal seine Spezialattacke loswerden, weil mit 1 hat er damit den wohl stärksten Angriff. Gibt's noch irgendwas? Aurawirbel könnte ich einsetzen, damit ich meine HP ein bisschen auffülle. So. Du führst dann mal mit dem auf und du damit und ja. Also jetzt fangen im Grunde genommen die letzten Kämpfe an. Bei den letzten Kämpfen... Man sollte sich auf jeden Fall erstmal ein bisschen MP aufsparen. Vor allen Dingen, wenn man jetzt so stark ist wie ich und sowas. Ah, super. Kann Frog gleich wieder Quakendruck einsetzen. Aber vor allem die Elixiere werden jetzt wichtig werden. Dafür habe ich mir nämlich die aufgehoben und ich darf hier keinen Kabelsalat machen. Kannst du eigentlich auch noch was anderes? Komm, ich greife dich an. Nee, Male sollte erstmal überleben, weil sie ja im Grunde genommen... Ah, das war's auch schon. Mega-Elixier erhalten. Ah, meine Kräfte wirken hier scheinbar nicht. Doch halt, ich werfe euch einfach in die Mammonmaschine. Ihr werdet eins mit dem Omen, Lavos und mir. Zerstören es genauso wie das letzte Mal, also komplett mit Dings. Oh, super. Komplett ohne irgendwas geht's auch schon in den nächsten Kampf.
Und zwar in der Mammutmaschine. Ich glaube, danach kommt auch schon Lavos. Ne, Quatsch, da kommt noch Angriff nützt. Verändert. Verändert eure Energie irgendwie irgendwo irgendwann. Angriff nützt Verteidigung. Aha. Dann versuchen wir es doch einfach mal mit Eis und Leuchten und Wasser 2. Aus Magie wird Angriffskraft. Okay, also man muss schnellstens das Ding vernichten. Magie wird Angriffskraft. Das heißt, wenn ich eine Heilung hinwerfe, was nicht geht, oh Mann, ey, das Ding, wie besiegt man das blöde Ding denn? Ah, einfach mit Frog draufhauen. Denn das Masamune. Kann die Magie irgendwie klauen. Das ist gut. Und fragt mich nicht, ob die Taktik jetzt hier richtig ist. Punktfackel. Okay. Ach, greif an. Mal sehen, was das alles so bringt. Also 1800. Du machst mal heilen. Du machst dann verwirren. Mal gucken, was das bringt. Und Angriff. Das sind nur. Ja. Auf jeden Fall weniger als dies. Als Leuchten. Dann greifen wir mal wieder nochmal an. Aus Magie wird Angriffskraft. Und ich habe auch schon gewonnen. And I'm falling down, 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 down. Das müsste jetzt eigentlich der letzte Kampf gegen Königin Eifer werden. Also man hat, sie hat nur zwei Formen. Dann noch die Mammutmaschine und... Das müsste es dann eigentlich auch schon wieder dann gewesen sein. Ihr blöden Männer. Hey, wir haben auch eine Frau dabei. Mindestens. Zumindest in der Truppe. Dann haben wir noch Luca, Alia. Macht also drei Frauen. Also Blödmänner ist da verkehrt gesagt. Ich werde mit Lavos das Universum für immer regieren. Ihr werdet das nicht verhindern. Gebt euch im nächsten Leben mit solcher Trauer hin. So, da haben wir auch schon die Königin Alpha Form 2. Ja. Du schmeißt dir, glaube ich, mal ein Ätherfeuer rein. Du machst Leuchten.
du guckst zu, dass du anlaufst. Gegenangriff MP-Sorge. Nimmt Leben. Also hier wäre es wirklich von Vorteil, wenn man da... Du greifst die Hand an, du gibst Chrono Energie. Ah, man sieht schon die Hände. Sollte man nicht angreifen, also nur den Kopf selber. Mit normalen Angriffen, beziehungsweise Tests, die nur auf einen dann gehen. Naja, du kannst sowieso nicht angreifen. Ich sehe nichts da. Gut. Dann gibst du mal ein Äther voll an Chrono, damit er wenigstens noch ein bisschen Magie machen kann. Hexagonnebel, Wasser. Ach stimmt, die kennen so ziemlich alle Formen von Magie, genauso wie... Ja. Der gute Magus. Der ist so gut, dass er schon wieder böse ist. Dann hasten wir ganz einfach mal Chrono. Der müsste dann eigentlich so schnell sein, dass er mehr als speedyhaft ist. An dem schon Lichtgeschwindigkeit. Sir, wir fliegen mit Warp 5. Was ist denn da an uns vorbeigerannt? Ich glaube, es war Chrono, Sir, aus Chrono Trigger. Mein Gott, hat der eine Geschwindigkeit drauf, wenn er Hast hat. Auf jeden Fall dunkle Dinge. Okay. Der Kampf sollte eigentlich nicht so lange dauern noch. Obwohl, ich weiß noch, dass der Kampf manchmal echt lästig war. Ich habe ihn, glaube ich, auch nur einmal gepackt. Ich habe es ein zweites Mal versucht und... Ja, dann nicht gepackt. Was macht Frogs ultimativer Angriff, wenn er... So ist. Schmeiß ich mit Elixier oder? Na, Meter voll. Und er ist erledigt. Super. Endpunkt. Oh, immer dieses kratzende Geräusch. So, du machst erstmal Leben 2 auf. Da und du greifst an. Himmelsdruck, Gewitter und mal wieder auf Male. Und ich hoffe, man hört mich, weil ich höre mich selber kommen. Muss ich mal ein bisschen bei mir leiser machen. So. Hältst dich dann nochmal und... Ach nee, du hast ja jetzt voll. Also machst du Drehsprung und ich nehme mal an, da ich die Hand nicht sehe, dass es dann das obere der Kopf ist. Oh, mit 1005 ist es schon nicht schlecht. Und ich werde angeschrieben. Achso, von der älteren Nachricht.
Dann würde ich sagen, mache ich hier einen Cat, weil das ist so von der Zeit ganz gut. Und dann gucke ich auch, wie viel HP das Monsterlein hier noch hat, ungefähr. Und sage, bis zum nächsten Let's Play Part, Blood SFB, mein Let's Setup.